Hey Fresh Family, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mal wieder zu spät oder spät dran, denn wir befinden uns gerade in... Was machen die Jungs eigentlich da? Naja, auf jeden Fall befinden wir uns gerade in Tornisch. Wir haben nämlich einen Frauenarzttermin. Ja, wir müssen jetzt schnell rein und ich reiche die Kamera mal an Papa weiter, der darf erzählen. So Leute, wir sitzen im Wartezimmer. Genau Leute, wir warten jetzt gerade hier, bis sie aufgerufen wird, ne? Und wir freuen uns auf jeden Fall. Danke für die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt auf Instagram. Ihr habt sie voll bombardiert mit Nachrichten. Ja, da kannst du hingehen, da kannst du hingehen und hier und da. Und zum Glück hat es geklappt. Jetzt sitzen wir hier und warten und fragen gleich, ob wir das alles aufnehmen dürfen, ne? Ja. Und Kate ist... Okay. Kate ist aufgeregt, okay? Mama. Nein! So, Mama. Ja. Was sagst du? Glaubst du, er wird es dann auch so? Ich bin gespannt. Wenn nicht, dann erzählen wir euch hinterher, was rauskommt. Ja, ne? Trip. Okay, kommst du mal? Gehst du mal da weg, bitte? Komm, wir können gleich gehen. Okay, was machst du da? Das ist nicht zum Sitzen. Komm mal mit. Mama ist gleich fertig, dann können wir nach Hause. So, Mami. Feedback, wie fandest du das? Ich kann mich gerade nicht so konzentrieren, weil es regnet. Und es ja, aber nicht so doll. Jetzt kannst du noch talken. Okay, auf jeden Fall konnten wir die Kamera nicht einschalten für euch, denn wir haben uns nicht getraut. Wir haben auch nicht getraut, uns zu fragen. Ich hatte denn, Angst. Ja, ich hatte auch Angst. Ein älterer Mann und wir hatten ein bisschen Respekt einfach. Das hat nichts mit Respekt doch zu tun, sondern... Auch. Ja, Respekt natürlich. Aber es geht in dem Fall einfach ja um Aufnahme. Hat ja nichts mit Respekt oder so ja, zu tun. Ja, aber dieses... Der erste Termin und dann direkt die Kamera und so. Naja, jedenfalls ist er lieb gewesen und hat sich Zeit genommen. Und ja, es ging schnell und wir sind zufrieden und haben in 2 Wochen den nächsten Termin. Geil! Und ja, das Baby ist ein großes Baby, oh. Ein schweres Baby. Wow. Und ja, wir hoffen, dass es nicht noch viel mehr wächst, ne? Wieso denn eigentlich? Weil du Angst vor was hast? Also man sagt ja, dass wenn das Baby zu groß und zu schwer ist für den menschlichen Körper, dass man dann einen Kaiserschnitt durchführen lassen muss und das möchte ich nicht unbedingt. Das möchte ich, glaube gar keine Frau möchte einen Kaiserschnitt. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst, aber wir sind noch positiver Dinge. Das Baby liegt auf jeden Fall schon richtig und ja, mal sehen. Bin gespannt, was in 2 Wochen ist. Ich bin auch gespannt. Und, warte mal, jetzt interviewen wir mal Kay Fresh. Kay Fresh, hallo. Kay. Herr Kay Fresh. Hallo, Herr Kay Fresh. Auto, das Auto. Ja, okay, komm mal kurz her. Kay Fresh, wie fandest du das heute? Das Auto, das Auto. Kay. I. Kay, kannst du mal bitte gucken? Wir haben heute dein Geschwisterchen checken lassen. Wow, deine Hände dreckig. Zeig mal. Zeig mal, wie dreckig. Oh, oh. Dreckig. Hände waschen. Ja, du musst Hände waschen. Okay, wie fandst du das? Guck mal. Wir haben heute dein Geschwisterchen abgecheckt. Wo warst du? Oh, guck mal, Leute. Er hat gar keine Lust, ne, Mama? Guck mal, was er macht. Leute, guck mal, was Kane gemacht hat. Er hat was für euch gemalt. Hier. Ey, Daisy, wir müssen auch mal unser Auto waschen, ja? Guck mal. Ja. Boah, das geht ja gar nicht. Kane, hör auf damit! Guck mal, wie dreckig. Zeig mal deinen Finger. Zeig mal, wie dreckig das ist. Oh, nee. Oh, nee. Hände waschen, ne? Wo Hände waschen? Ich hab jetzt Mama so genervt, Mama will einfach nur rein, ne? Soll ich aufmachen? Bitte schön. Okay, pass auf, du kannst fallen. Was machst du da? Ja, komm, Kay.
Komm mal her, mein Schatz. Okay, komm. Du bist irgendwie heute so komisch drauf. Schaffst du das alleine? Ja. Zeig mal, wie stark du bist. Ui, sehr gut. Check, check, check. Nein, check. Oh, warte. Okay, check, 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 check. Ei, 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 nochmal. Ei, 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 ei. Ja, okay. Warte, ich muss dich anschnallen. Okay, du wolltest zeigen, wie stark du bist, ne? Ja, willst du zumachen? Ja, okay. Warte, ich helfe dir nur. Dann zeig mal. Zeig mal, wie stark du bist. Ei, 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 ei. Vielen Dank, dass ich auch gefragt worden bin. Wie fand ich das eigentlich? Also ich fand das relativ gut und ich freue mich, dass wir jetzt einen neuen Frauenarzt haben und das weiter fortführen können und gucken können, abchecken können, wie unser Baby sich macht, ob es gesund ist oder nicht. Hallo, du sollst nicht so dazwischen gehen. Ich möchte auch mal meinen Senf dazu geben. Und ja, Leute, ich bin echt glücklich und nochmal ein großes Dankeschön an euch. Ihr habt es uns möglich gemacht, ne? Sozusagen. So wegen euch. Wir haben Vorschläge bekommen. Und ja, wegen euch haben wir dann einen Frauenarzt gefunden. Und ein großes Dankeschön gehen raus. Daumen hoch für die Aktion, wenn du kein Hater bist und dich freust, dass wir jetzt einen neuen Arzt haben. Schreib bitte einfach in die Kommentare. Hashtag Neuanfang oder Hashtag Fresh Family, dann wissen wir, okay, ja, ihr steht hinter uns und unterstützt uns. Und an der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen, aber wir sehen uns gleich. Mama telefoniert und lacht mich aus, ich weiß nicht, sie lästert. Hey. Okay. Junge, du nervst. Warum denn? Was hab ich gemacht? Warte mal kurz. Kannst du hier. Guck mal jetzt kurz. Ich kann nicht mehr. Was ist das denn bitte? Kaden, lach doch mal, wenn Papa eine Aktion macht, was lustig ist. Wieso lachst du nie? Ah! Wieso lachst du nie? Du bist immer so ernst, ne? Okay, war das nicht witzig? Ah! Oha, wieso schreist du? Hey! Ah! Mein Ohr. Ah! Okay, bitte. Sag mal. Ah! Oh, mein Ohr ist so kaputt, ne? Okay, was machen wir jetzt, Mama? Hm? Weiß nicht. Was machen wir? Wir wissen gerade auch nicht, was unser Plan ist. Aber wir werden es mitbekommen. Also bis gleich. Und Keyboard wieder. Keyboard wieder mal lange, ne? Okay, komm mal schnell. Okay, deine Hose ist richtig schrecklich, ne? Okay. Oh, 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 oh. Oh, Kane hat seinen Stuhl gefunden. Oh, wie viel kostet der? 25 Euro. Kane, okay, wie fühlt sich das an? Ist gut, ne? Oh, das möchtest du haben. Oh, er fühlt sich wie ein King. Kaden King Fresh. Das ist ein Kinderstuhl, da bin ich nicht drauf. Ja, nett, der Lecker. Danke, danke. Nee, nee, das war so. Okay, komm. Also, hast du was gefunden? Ja. Oh, also Preis ist doch okay, oder? Ja, 60 Euro. Also möchtest du das auch in weiß oder weiß, weil Kadens, also das Regal ist für Kadens Zimmer. Und da er weiße Möbel hat, muss auch das Regal weiß sein, ne?
Also Regal muss weiß sein. Ja, ich glaube, ich habe einen Zettel auf dem Schild. Warum Zettel und nicht Schild? Du kannst Foto davon machen. Wenn mein Handy ausgeht. Warum ausgeht? Ich habe 70%. Wie gefällt dir dein Regal? Der gute Dinger. Aber... Kaden. Wie gefällt dir dein Regal? Also, wir sind jetzt schon fertig, oder? Wir müssen das Regal jetzt noch holen. Und dann? Hotdog? Ich noch Duftkerzen holen. Aber Duftkerzen haben wir doch so genug zu Hause. Ja, aber die gehen schnell weg. Und dann gibt's noch einen Hotdog. Hotdog auf ganz entspannt, ne? Ja. Du fällst hin, ne? Was ist das jetzt hier? Ja, das. Hä? Sieh dir mal mit. Seine Nase läuft, ne? Okay, komm, meine Nase sauber machen. Hast du Hunger? Ja, du? Geht, ne? Mir die nochmal mitnehmen. Die hat er weggeschmissen, ne? Ja, Kane hat viele davon weggeschmissen, ne? Auch nein. Papa, die Digi. Okay, setz dich rein. Setz dich rein. Setz dich rein. Rein. Hoppa. Und so. Hoppa. Noch mehr. Ui. 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 Noch mehr? Ja. Okay. Noch mehr, komm. Papa soll auch rutschen? Ja. Ja, ich auch? Ja, ich rutsche. Geht nicht. Guck. Kannst du mal bitte schneller machen, Mama? Weil hast du es eilig? Nee, nicht eilig, aber was willst du denn noch holen? Wenn man zu Ikea geht, dann guckt man sich die Sachen an, weißt du? Ich weiß, aber was süßt du denn? Was süßt du jetzt? Du hast keinen Bock, ne? Wie kein Bock? Also, keine Ahnung. Ich dachte, wir wollten jetzt eine Sache holen. Wir haben jetzt eine Sache gefunden. Was süßt du denn noch gucken? Gucken einfach. Wir haben ja schon alles, was wir benötigen eigentlich zu Hause. Meinst du? Ah, weißt du, was wir brauchen? Na? Für unser Badezimmer. Ach so, ja, den Teppich, ne? Ja. So. Wer ist es? Das Regal! So, Papa. Das ist dein Teil. Du kannst dich jetzt beweisen. Okay, mach ich. Aber passt das überhaupt bei uns rein? Ins Auto? Ja. Ja, muss. Passt nicht. Komm, passt nicht, ja? Warum ist das hier? Was ist das für ein Platz eigentlich? Wird schwierig, aber können wir ja mal versuchen, ne? Geht das im Wald? Zur Not müssen wir es wieder zurückbringen. So, okay. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Jetzt geht's Wurst essen, ne? Kennt ihr Wurst? Ja. Guck mal. Wurst? Ja! Langsam.
Machen Sie die Babyrobotchen runter, damit sie mit Kindern aber. Du bist doch schon. Ja. Lecker, 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 lecker. Okay, schmeckt dir dein Pommes? Und Mama? Immer nur am Essen, die Dame, ne? Ja. Deswegen bin ich auch so fett geworden. Findest du bist fett geworden? Ja, krass. Du auch trinken? Was möchtest du trinken, mein Schatz? So, Leute, jetzt sind wir fertig. Oh, das war lecker. Du bist ja auch nochmal ready, ne? Du willst schon los, ne? Ich hab nicht gestresst. Okay, dann mal los, ne? Let's go. Vorsichtig, Kay. Nein. Pass auf, hinter diesem Ort. Ja, wollt ihr jetzt noch auf oder nicht? Ja. So, Leute, es ist so windig, ne? So windig, unglaublich. Oh. Oh, tut mir leid. Wie machen wir das jetzt? Entweder so oder so. Leute, kriegen wir das da rein? Das hier? Ich denke nicht. Was sagt ihr? Oh, oh, das wird schwierig. Okay, es wird schwierig für uns. Lach uns nicht aus. Guck, du sitzt schon mal safe. Mama, sagst du, eventuell muss ich mit. Eventuell musst du Ja, ne? Können wir das kurz machen, weil das ist echt kalt. Das ist richtig kalt, ne? Du bist doch so stark, dann zeig mal, was du drauf hast. Spaß, du bist schwanger. Okay, warte, ich mach das jetzt. Nein. So, Leute, wir haben alles hinbekommen. Okay, was ist los? Das ist doch nun mal so. Er mag das nicht. Ich glaube, er mag das nicht, dass es so. So. Oh, er schiebt das die ganze Zeit weg. Kay, bitte, Kay, bitte. Wir sind gleich da. Okay, Leute, jetzt sitzen wir im Auto und Kay weint gerade. Für Kay ist es gerade viel zu eng hinten. Aber zum Glück haben wir das hinbekommen. Ne, Mama? Ja, Gott sei Dank ist es jetzt im Auto. Ne? Jetzt müssen wir schnell nach Hause bringen. Und wer baut das auf? Ich nicht. Das werden wir ja sehen. Du baust es auf. Du wirst es aufbauen, oder? Okay, ja, mach ich. Schaffst du nicht? Ja. Ich kann mich noch erinnern, was wir da aufgebaut haben. Tisch. Unser Tisch da. Du hast so viel. Leute, sie hat einfach so viel geredet, ne? Sie hat null davon eine Ahnung gehabt, aber hat so getan, als hätte sie Ahnung. Genau Mama. Du. Mama. Okay. Mal gucken. Dann. Kane, alles gut? Guck mal, er schiebt das die ganze Zeit weg, Leute. Kane, das muss leider so bleiben. Okay, okay, warte, wir sind gleich da. Ja, ja, okay. Da sind und ja, sie ist noch nicht wach, dann fällt mir was ein, wie ich sie wecken muss. Seid gespannt. Hallo Kay. Kay denn? Papa macht gleich was Böses, verzeih mir. Wir sind gleich zu Hause und Leute, ihr werdet mich sogar hassen für die Aktion. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare,
ob ihr mich verrückt findet oder nicht. Oder ob die Aktion verrückt war. Und ob ihr mich jetzt für die Aktion hasst, wartet ab, was ich gleich mache. Weil ich mache gleich was Geiles. Warum? Wieso haust du mich so doll? Was hab ich gemacht? Hä? Hey, wieso haust du? Hey, sie haut mich einfach. Was ist mit dir? Warum schwitzt du denn? Ja, weil ich mich erschrocken hab, ne? Was dachtest du? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Hä, was ist denn schlimm? Wir haben nur geschrien. Hä, was ist denn los? Wir wollten zu Teddy. Achso. Aber die Aktion. Was sagst du? Sie haut mich. Warst du ein Schock auf den? Nein. Schwitzt du? Ja. Wieso schwitzt du? Wieso schwitzt du? Ey, das war so geil. Ich war so. 3, 2, 1. Also, du wusstest doch zu Teddy, ne? Mhm. Schitte. Ich dachte, wir hätten schon alles. Ich hab so gut geparkt und so, ne? Kay hat es null gejuckt, Leute. Ihn hat es gar nicht gejuckt. Er hat das nicht mal mitbekommen, Leute. Er hat das null mitbekommen. Bevor wir los waren, will ich was loswerden. Und zwar, ich weiß dann, dass ich auf dich zählen kann. Ja. Ja, weil du dann direkt wach wurdest. Bist direkt aufgestanden. Warst in diesem Schockzustand so auf dich. Was ist los, ne? Check dafür. Ja, check das. Dankeschön. Okay, dann lass mal schnell zu Teddy. Oh, wir sind da. Teddy. Okay. Wieso ist es eigentlich immer so, wenn Menschen schlafen und man weckt die, dass sie dann immer schlecht gelaunt sind, nachdem man sie geweckt hat? Das war es zum Wecken. Hä? Das war doch liebevoll, oder nicht so? War nicht? Ja, okay, machen wir jetzt bitte schnell. Muss die Mama wieder schön übertreiben, ne? Und was haben sie wieder geholt? Maiswaffeln und Maisstangen. Oh, die sind echt lecker, aber muss ich sagen. War doch nicht unnötig. Und das hier für deinen Schrank, ne? Ja. Wie viel hast du davon geholt? 4 Stück. Und was hast du noch geholt alles? Ich hab mir Ohrringe geholt. Für 1,50 Euro. Sag mal. Okay, für 1,50 Euro? Also die hier sind Quatsch. Also welche sind Quatsch jetzt? Die sind Quatsch, aber die und die finde ich schön. Ja, die sind schön, ne? Aber für den Preis kann man doch ruhig machen, oder? Wir sind doch die Broke Family eigentlich, ne? Dann ist noch sowas geholt von meinem Papa. Ja, nee, bitte, wir sind die Broke Family eigentlich, oder? Eigentlich. Was hast du noch geholt? Das habe ich von meinem Papa geholt. Kann er seine Medikamente reinmachen, das wollte er haben. Oh, süß. Und Batterien. Warum Batterien? Deko, die wir zu Hause haben. Ja, die Batterien sind doch. Oh Mann, geht auch mal so schnell leer hier, du. Ja, egal, wir fahren jetzt nach Hause, ne? So, Leute, endlich zu Hause. War das anstrengend. Oh. Bisschen unordentlich hier, ne? Okay, danke, dass du mir hilfst. Kane hat gepennt. Und ist gerade aufgestanden, als wir auf dem Weg nach oben waren. Mama hat ihn getragen und ich musste das hier hochtragen, Leute. Puh, okay, hilfst du, Papa? Nein. Warte, ich habe hier noch diese Tüte hier. Oh, Mama, dein Ernst, dass du dich da hin... Oh mein Gott, Leute.
Guck mal, sie kommt nicht mal hoch. So eine Digi. Spaß. Warte hier. Du liebst deine selbstgemachten Quarkbällchen, ne? Okay, pass auf. Nicht das oft. Okay, pass auf. Pass auf. Warte. Und. Guck mal, guck dich das an. Geht's selber? Nein, das ist Paket. Ist Paket, ne? Ja. Papa muss das jetzt aufbauen. Ja. So, Leute, seid gespannt. Ja. Puh. Ja. Trampolin ist es für dich, ne? Ja. Noch mehr, aber dann räumen wir auf, okay? 3, 2, 1. Oh, ja, okay. Das reicht jetzt. Deine Schuhe aus. Okay, Schuhe ausziehen, Kay, komm. Nicht hier, mein Schatz. Du weißt doch, hier ist Wohnzimmer. Du ziehst doch deine Schuhe mal im Flur aus, mein Schatz. Okay. Komm. Mein Prinz. Okay, wir haben dieselben Schuhe. Die sind Feuerpferd. Feuerwehrmann Sam. Guck, wir haben dieselben Schuhe, Boy. Die sind Maria Feuerpferd. Vans. Was denn? Feuerwehrmann Sam? Feuerwehrmann Sam, sag mal. guten Morgen, Sonnenschein. Hey Fresh Family, heute ist ein neuer Tag. Wir haben es leider gestern nicht mehr geschafft, irgendwie die Kamera einzuschalten. Und dementsprechend liegt das Regal auch noch unaufgebaut hier. Ben ist beim Training, ich weiß nicht wie lange, und irgendwie nervt mich, dass das hier noch so rumliegt. Deshalb werde ich gleich mal gucken, ob ich das irgendwie alleine hinbekomme. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Hand für sowas und ich habe auch wirklich null Geduld für so etwas. Aber nichtsdestotrotz werde ich es versuchen und bin gespannt, was daraus wird. Ja, ich schalte für euch die Kamera ein und werde sie einfach laufen lassen. Und dann seid mal gespannt und drückt mir die Daumen, dass das was wird. Du willst ja schon aufmachen, ne? Mein Schatz. Die sind vier! Oh, so schwer. Oh, wollen wir das aufmachen? Ja. Hilfst du, Mama? Ja. Komm, zusammen schaffen wir das. 5. Lass mich nicht im Stich. Ja, und Faust. Sehr gut. Wir haben jetzt alles ausgeräumt aus dem Karton, ne? Ja! Und ich hatte einen tollen Helfer. Ja! Dankeschön. Guka, guka. Jetzt sortiere ich die ganzen Schrauben und alles mal und gucke mir die Anleitung mal an. Und dann bin ich mal gespannt. Du, Mama. Muki, kika, gut. Mama, geht dich da drum. Das. Also wenn man sich das schon anguckt, ja, hat man schon keine Lust mehr. Aber ich versuche es trotzdem. Ich versuche es. So, das sieht schon mal nicht ganz so viel aus. Eigentlich dürfte es ja nicht so kompliziert sein, oder? Oh Mann, ich bin echt gespannt. Es wäre echt peinlich, wenn ich das jetzt alles stehen und liegen lassen müsste. Und nicht vorankomme. Naja, Leute, ihr werdet sehen. Schaffe ich das oder schafft es nicht? Schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare, bitte. So, my friends. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Nein. Nein, doch, ich finde schon. Ich bin echt stolz gerade auf mich. Wuhu, wir nähern uns dem Ziel, Leute. Ich bin richtig stolz. Guckel. Mama Guckel. Hallo. Hallo, wo bist du? wir haben es gleich geschafft, Caden. Raus, der Schatz.
So, Leute, die letzten 4 Schrauben noch rein. Und dann habe ich es geschafft. Ich bin echt richtig stolz. Ich schwitze wie eine Sau. Aber ich bin richtig stolz. Ich habe zwischenzeitlich echt auch wieder kurz gedacht, nee, ich lasse es, es wird nichts. Aber schweißgebadet und außer Atem zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, Leute, ich bin fix und alle. Ich merke es auch gerade im Rücken und irgendwie zieht es gerade auch im Bauch ein bisschen. Ich bin völlig kaputt, ey. Aber ich habe es geschafft. Vor mir steht das tolle Stück, das zeige ich euch jetzt. Kane ist schon am Putzen. Toll machst du das, mein Schatz. Machst du dein Regal sauber? Ist gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, Experiment gegönnt. Oder wie sagt man das? Experiment, ja, erledigt, wie auch immer. Caden macht sein Regal nochmal sauber, bevor es ins Zimmer geht, ne? Ja, meine Lieben, und für mich heißt es jetzt gleich erstmal die Spielsachen aufräumen und aussortieren. Und dann, ich bin so K.O. Genau, und dann wird alles reingeräumt und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Und dann bin ich mal gespannt, wie Caden darauf reagiert. Aber ich denke, das werden wir machen, wenn Ben vom Training zurück ist. Ja. Ja, so machen wir das. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, das ist das Ergebnis. Caden räumt schon wieder aus und es scheint sich zu freuen. Ist das cool? Das hast du ein neues Zimmer, mein Schatz? Ja. Ist das cool? Ja. Ja? Genau, so sieht das aus. Wir haben hier noch so eine schicke, ja, so ein Säckchen hatten wir noch gekauft bei Ikea. Das ist ganz praktisch. Genau, und da steht das Regal. Hallo. Hier steht das Regal. Und irgendwie immer, wenn es aufgeräumt ist, dann musst du immer wieder alles ausräumen, ne? Bum, bum, bum. Hä? Bum, bum, bum. Ja, ne? Hi, Baby. Oh. Hey, du, Baby. Ich liebe dich auch, Baby. Baby, Baby. Ja, toll, mein Schatz. Super, ja. Bist du Feuerwehrmann Sam? Du, gibst, gibst. Toll. Das ist ja Feuerwehr. Feuerwehr? Prima, toll, mein Schatz. Komm mal einmal her, denn die Kamera geht gleich aus. Oh, schön. So, Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Sag mal tschüss, Kay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.